versucht, mir eine Dose Thunfisch zu kaufen. Im Supermarkt. Da stand dieser Mensch genau da, wo ich hingreifen wollte, um mir den Thunfisch zu nehmen. Also wartete ich einen Moment. Ich wollte sehen, ob die Leute weitergehen würden. War keine Spur. Die glotzten wie ich auf die Thunfischdosen. Nahmen sich allerdings endlos viel Zeit. Lasen die genaue Zusammensetzung der Zutaten auf jeder einzelnen Dose. Als wäre es ein Buch. Ganz schön langweiliges Buch, wenn Sie mich fragen. Und mich fragt ja keiner. Jedenfalls wartete ich ziemlich lange. Ich kam an diese Thunfischdosen einfach nicht ran. Ich wollte schon bitten, etwas zur Seite zu gehen. Das schien mir derartig verblödet zu sein. Wenn die schon nicht spürten, dass ich an denen vorbei wollte, dass ich diese grässliche Angst bekam, dass das auch nichts bringen würde. Überhaupt nichts bringen würde, die zu bitten. Die würden wahrscheinlich sowas rauslassen wie: Wir gehen weiter, wann's uns passt, verdammt nochmal, du Miststück. Was würde ich dann tun? Also habe ich vor lauter Frust zu weinen angefangen. Still und leise vor mich hin, um nur ja keinen zu stören. Und trotzdem, obwohl ich leise schluchzte, begriff dieser idiotische Mensch immer noch nicht, dass ich an denen vorbei musste, um an diesen gottverdammten Thunfisch ranzukommen. Die Leute sind derartig unsensibel. Ich hasse sie einfach. Dann langte ich mit der Faust rüber und habe sie dem einen Kerl direkt auf den Schädel geschlagen und geschrien: Würden Sie jetzt so freundlich sein und weitergehen, Sie Arschloch! Der Typ fiel zu Boden und sah total verblüfft aus und irgendein Kind in der Nähe fing zu weinen an. Ich weinte immer noch und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, jetzt auch das Geringste mit diesem Thunfisch anzufangen. Dankeschön.